Ja, wir sind wieder zurück. Und weiter geht's. Moment mal. Oh, es ist gerade dunkel. Schlafen wir gleich am Anfang mal. Und dann würde ich sagen, was haben wir in unserem Inventar? Werden da mal ein bisschen was noch ablegen. Oh, vielleicht müssen wir noch mal einfach so eine Kiste machen. Machen wir gleich mal zwei. Und die stellen wir uns einfach, wir haben ja Platz, die stellen wir einfach mal hierher. Machen wir eine doppelte. Und dann können wir hier auch noch ein bisschen von unserem Zeug ablegen. Cleanstone. Diese Steinziegel legen wir auch mal ab. Hier brauchen wir auch nicht alle. Dann nehmen wir mal ein paar Kohle mit. Den Rest legen wir auch da rein. Blumen da rein. Den Dirt da rein, den nehmen wir mit. Steine nehmen wir mit, die Schere nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, machen wir uns vielleicht noch eine weitere Schaufel. Den Bogen, machen wir denn die Pfeile hier, legen wir den Bogen da rein. Dann nehmen wir noch ein Eisen. Können wir uns eigentlich. Nein, können wir nicht, weil wir keinen roten Pilz haben. Wir haben noch ein Schweinefleisch. Machen wir uns schnell noch eine Schaufel. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in dieser Folge ein bisschen Sand. Haben wir hier noch was in den Öfen? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen Sand farmen. Um vielleicht das eine oder andere Fenster machen zu können. Wir haben ja gesehen, das letzte Mal, ich glaube, da hinten war irgendwo. Ups. Wie kommen wir denn da am dümmsten hin? Schauen wir mal hier vielleicht. Okay. Und ich würde sagen, wenn wir unterwegs genau ein paar Schafe finden oder sowas, dann können wir ein bisschen Wolle mitnehmen. Bei schwarze Wolle, naja, graue in dem Fall. Egal. Hier sind wieder Pferde. Okay. Was haben wir denn hier? Tintenfische. Hier hakelt es ein wenig, warum auch immer. Nachdem wir noch nicht so viel ja, komm, zwei lass mal. Hallo. Hallo Wölfe. Ich weiß nicht so genau, ob wir die irgendwann mal zähmen sollen oder nicht. Mal gucken. Normalerweise bin jetzt ich nicht so der Freund von Tierhaltung, wenn ich ganz ehrlich bin. Im wahren Leben. Weil ich immer finde, dass eine artgerechte Haltung eigentlich nicht möglich ist. Egal, was man für Tiere hat, fast. Die sind zwar alle süß und vor allem solange sie noch klein sind, ist das alles super toll. Aber wenn ich so die Leute immer höre,
und Sie sagen, Sie müssen noch mit dem Hund raus, dann ist mir das Wort müssen hier schon etwas fehl am Platz. Weil ich finde, wenn man sich ein Tier zulegt, dann sollte man das immer, und zwar immer, gern machen. Weil das ist ein Lebewesen. Und wenn das irgendwann vernachlässigt wird, dann ist das nicht wirklich Sinn der Sache. Und vor allem mit Kindern ist es ja meistens so, die wollen dann so toll die Haustiere haben. Dann kümmert man sich 2 Wochen und dann sieht das Ganze hinterher schon wieder ganz anders aus. Und das finde ich ein bisschen schade für die Tiere. Aber wie gesagt, das ist meine ganz persönliche Meinung. Gut, ich habe als Kind auch ein Haustier gehabt, muss ich da zusagen. Einen Wellensittich. Der durfte allerdings in der Wohnung frei fliegen. Und wir haben auch 2 Wellensittiche gehabt. Also nicht nur einen. Weil Wellensittiche leben quasi in Gemeinschaften. Und da ist es normalerweise immer sehr wichtig, dass man mindestens 2 hat, weil die sich sonst einfach nicht wohlfühlen. Überhaupt bei vielen Vögeln ist das so. Clay können wir auch ein wenig mitnehmen. Ton. Siegel draus machen. Und ich finde zum Beispiel auf einem Bauernhof ist es super, wenn da die Tiere einfach frei rumlaufen, die Katzen, die Hühner und so weiter. Einfach um den Hof schleichen und auch nicht unbedingt gefüttert werden, sondern sich einfach das Futter noch selber besorgen. Das entspricht einfach viel mehr ihrem Naturell. Und ich wohne hier in so einer Wohnsiedlung. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren nimmt es wahnsinnig zu, dass jeder meint, er muss einen Hund haben. Und zwar nicht einen kleinen, sondern die haben Riesenhunde. Was natürlich auch unter den Mitbewohnern teilweise zu ein bisschen Problemen führt. Aber ich finde, in einer normalen Mietwohnung muss man nicht so Riesenhunde halten. Aber wie gesagt, alles meine persönliche Meinung. Ich finde aber, die kann man vertreten. Klar gibt es immer Gegenargumente. Und die meisten, die jetzt einen Hund haben, die werden sagen, nein, stimmt doch gar nicht. Das ist doch super, so wie wir das machen. Ja, wenn das jemand richtig macht und so weiter, mag das alles stimmen, aber es gibt halt sehr viel auch die anderen Beispiele, wo das halt nicht richtig funktioniert, wo man es am Anfang haben wollte, das Tier, weil es so schön süß ist und weil der Freund oder die Freundin eins hatte. Und dann vergeht ziemlich schnell das Interesse daran. Die Eltern kümmern sich drum. Und ja, ich finde halt dann ist es irgendwann nicht mehr so, wie es sein sollte. Und drum, wenn man den Platz hat und das Tier den nötigen Auslauf hat und so weiter, ist das alles ganz okay, aber ich finde, es nimmt teilweise etwas überhand. So, nehmen wir das noch mit. Sie auftauchen, dass wir nicht gleich Not bekommen. Sollen wir den Klee noch rausschaben? Ich nehme hier noch ein bisschen Sand mit. Weil mit dem Sand können wir natürlich auch, also ich persönlich finde der Sandstein in Minecraft auch sehr schön. Ich mag diese aus Sandstein gebauten Häuser eigentlich ganz gern. Okay.
Okay, ich habe gewusst, wieso wir zwei Schaufeln mit haben. Aha, es wird dunkel jetzt auch schon bald wieder. Na komm her. Okay, dann sammeln wir das hier mal noch alles ein. Luft schnappen. Was sind wir hier? Oh, mehr, das nehmen wir auch noch mit. Dann nehmen wir hier noch den Clay mit. Vielleicht hätten wir einfach ein Bett mitnehmen sollen. Dann würde ich sagen, wie viel haben wir denn jetzt? Okay. Würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder heim und schlafen eine Runde. Wo sind wir denn eigentlich hergekommen? Ich glaube von da. Oha. Ja. Oh. Alter Schwede, wo kommen denn die alle her? Nein, 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 nein. Ach, Mist. Okay, schlafen. Mist. Ich kann nur nachts schlafen. Beim Mondstände, nee, jetzt. Das war natürlich so nicht gewollt, aber es hilft nichts. Jetzt ist es passiert, weil wir ein wenig Essen gehabt haben. Ja. Alles klar. Creeper sind auch wieder da. Okay. Der Pro-Gamer am Werk. Aber ich denke, das meiste haben wir wieder. So. Auch das gehört ein bisschen dazu bei Minecraft, meiner Meinung nach. Allerdings werde ich mal schnell diesen Punkt löschen. Den braucht man nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das bin mir aber nicht ganz sicher. Ich dachte immer, das kann man irgendwo ausschalten, dass dieser Punkt überhaupt erscheint, aber. So, wo habe ich mein Schwert da? Ja, wunderbar. Ich sortiere mal eben wieder kurz meine Sachen. Okay, Fleisch haben wir auch. Eigentlich genügend. Wunderbar. Das ist ja schön hier, dass wir wenigstens das haben. Haben wir nicht auch irgendwo Stein, paar Steinchen gehabt? Okay, die haben wir verloren. Aber ist jetzt nicht ganz so tragisch, würde ich mal sagen. Was fehlt? Also hier die Schere, die Hacke. Das haben wir da. So. Prima. Dann würde ich sagen, treten wir den Rückzug an.
sie etwas seltsam findet, dass tags irgendwie diese Skelette und Zombies finde ich relativ lang sich halten. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, dass die früher schneller in Flammen aufgegangen sind und verschwunden sind. Okay, die Krieger, die waren immer etwas länger da. Noch ein bisschen Wolle. Spinnen, Zombies. Wo ist denn das Zeug? Da, der Krieg steht immer noch da. Helllichten Tag. Okay, der Zombie geht. Na, hat es nicht mehr ganz geschafft bis zu mir. Jetzt kommt er. Okay, weg. Schweinchen. Heieiei. Wir brauchen unbedingt mal ein anderes Schwert. Da brauchen wir bloß drei Schläge. Aber damit unsere Schafe sich nicht hier die Haxen brechen, machen wir das natürlich auch wieder ein bisschen zu. Das ist ja nicht so. Kann nun mal nicht so sein. So. Und da sieht doch das ganz gut aus. Wo ist der? Der Knochenmann, den ich da schon wieder höre. Sind die unter uns? Möglich. Schnippschnapp. Wolle ab. Glaube, wenn die Schafschere in Neuseeland oder ja, Australien oder wo es halt diese riesen Schafsherden gibt, wenn das da auch so schnell ging, ich glaube, die wären ganz zufrieden. Ich habe es gar nicht gehört, dass ich das aufgenommen hätte. So. Hier kommen wir ja gar nicht mehr mit. Mit Scheren. Okay, komm, ein bisschen graue Wolle noch. Dann nehmen wir mal noch ein bisschen Blumen mit. Ah ja, komm, drei lassen wir stehen. Sieht ja schön aus. Wo sind wir denn jetzt herkommen? Ach da. Ich muss mir irgendwie mal ein bisschen merken, wo unser Enderman. Skelett. Zombie. Hallo Schaf. Wo kommen denn die Viecher her? Ich glaube, die sind unter uns. Da müssen wir mal eine Höhle nach unten graben. Ich denke, das werden wir irgendwann mal machen als nächstes. So, was macht denn hier unser? Auch nix. Wie war denn das? Okay, so, dann tun wir mal ein bisschen. Sand in den Ofen. Kann man da gleich mal so ein 64er Stick reintun.
5, 6, 7, 8. So. Dann tun wir hier mal, wo haben wir denn, haben wir hier eigentlich auch Wolle? Okay, graue Wolle, die tun wir hier rüber. Dann würde ich sagen, tun wir mal das da. Okay, jetzt ist voll. Halt, da können wir auch gleich die Knochen, nicht die Knochen da rein, den Pfeil da rein. Was haben wir sonst noch? Vielleicht das Zuckerrohr. Die Blumen. Tun wir mal in den zweiten Ofen das Fleisch brutzeln. Und okay, und dann tun wir mal hier schnell das paar Rohstoffe wieder rein. Die Wolle, und dann dort die schwarze Wolle und mal die, den Sand, den Clay, also den Ton. Da können wir Tonziegel draus machen. Ich werde es noch mal ein bisschen hier so sortieren, wunderbar, weil ich habe da mal ganz gerne eine gewisse Ordnung. Und dann würde ich sagen, während das hier brutzelt, machen wir noch eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder.